Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es wieder um den Tesla und ob er quer geht. Geht er quer? Ich werde euch jetzt ein paar Szenen zeigen, die euch beweist, dass er quer geht und wie er quer geht. Und wir haben ja hier einen Track Mode, also das ist ja ein Allradfahrzeug mit 513 PS, wo, also bei dem, ich glaube, 325 PS auf der Hinterachse entstehen und der Rest halt vorne. Und ja, wir können im Track Mode einstellen, wie viel Prozent des Antriebs nach vorne gehen und wie viel Prozent des Antriebs nach hinten gehen. Ja, im Track Mode sieht man noch die Batterietemperatur. Du kannst einstellen, wie stark er rekuperieren soll. Also wenn du aus dem Gas gehst, wie stark das runterbremst. So kannst du übrigens auch, wenn du auf 100% hast, lenkst ein, gehst aus dem Gas raus, kannst auch einen Drift einleiten tatsächlich. Und du kannst auch einstellen, wie stark die Stabilitätskontrolle ist. Zum Driften musst du natürlich komplett ausschalten, also auf minus 10 machen. Komplett Heckantrieb und Regeneration, also Rekuperation kann man einstellen, wie man mag. Also auf 60%, wenn man ungefähr stellt, ist es so wie im Alltag. Und wenn du dementsprechend hochstellst, bremst das Auto halt auch viel krasser runter. Also da ist richtig, richtig Bremsmoment dahinter. Ja, du siehst die Temperaturen der Batterie, der Motoren, der Reifen und der Bremse. Die Bremstemperaturen und Reifentemperaturen, also Reifen weiß ich nicht, aber Bremse ist, das muss auf jeden Fall ein errechneter Wert sein. Wir haben hier die Möglichkeit, 100% nach vorne zu schicken und 100% nach hinten, was er allerdings nur in Kurven macht. Wenn ich auf der Geraden aus dem Stand beschleunige, auf 100% Heckantrieb, treibt er die Vorderachse zusätzlich mit an, damit er auf den Fleck kommt. Lenke ich ein, schalte die Vorderachse ab und du kannst das Auto querstellen und du kannst quasi auf die Gerade hinaus wieder mit dem Gas das Auto rausziehen mit allen vier Rädern. Funktioniert besser als gedacht. Ich dachte mir am Anfang, ich will eigentlich schon, dass wenn ich 100% auf die Hinterachse gebe, dass er auch 100% auf die Hinterachse gibt. Braucht man nicht. Ohne Schmarrn, das funktioniert wirklich gut. Und auch ohne Sperrdifferenzial, das Auto geht wirklich gut quer. Wir haben hier den Vorteil, dass er manchmal so eine Gedenksekunde braucht, eine knappe, dass das innere Rad durchgeht, gerade wenn man aus wenig Speed mit viel Einlenken und viel Gas, dann geht das innere Rad kurz durch und dann checkt er das und bremst es kurz ab, damit das andere auch durchgeht. Ich habe echt gedacht, ohne Motorsound wird es schwierig, weil du nicht weißt, wann ist Drehmoment da und. Ist kein Problem, weil du drückst drauf und das Drehmoment ist einfach sofort da. Du kannst alles blitzschnell korrigieren und das macht wirklich einen Heidenspaß, obwohl kein Motorsound da ist. Ja, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei den Aufnahmen. Ich danke euch, dass ihr wieder dabei wart heute, euch das mal ein bisschen angeschaut habt. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann würde ich wieder sagen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Wir machen noch ein paar Sachen mit dem Tesla. Vor allem nächstes Jahr geht es ein bisschen los.
Ich möchte gerne auch noch auf den Hockenheimring fahren, schauen, wie das Ganze so funktioniert und hinhaut. Und dann bis zum nächsten Mal.